Hallöchen, Popöchen, und willkommen zurück zum wunderschönen Let's Play von Drova. Und ja, wir spielen leider Gottes nur den Teaser. Und umso mehr freue ich mich mittlerweile jetzt auf die Vollversion. Du blöde Drecksau, bleib stehen. Ein bisschen um. Wäre natürlich geil, wenn man jetzt auch immer ein Lagerfeuer mitnehmen könnte oder sowas und man Essen machen könnte. Aha. Da sind sie, die Spuren. Ich steck fest zwischen zwei Bäumen. Jetzt die Frage, will ich den dabei haben? Gleich? Oder will ich das einfach alleine klären? Okay, hier machen wir schon. Ich habe leider, ich habe ganz viel Fleisch dabei, aber ich kann es nicht essen, weil, ne, ich könnte das hier essen. Guck mal, das war nicht so schlecht. Komische Pflanzen. Oh, Salat. Salätchen, verstehst du? Da hier sind die komischen Spuren. Also Drova, lass mich nicht lügen, ich glaube, es ist die Entwickler-WG, die das auf TikTok postet. Und ich finde es wirklich sehr interessant. Okay. Ich habe ihn getroffen, ja. Alter, der Knüppel gefällt mir gut. So. Den treffe ich. Herrlich, Alter. Läuft richtig gut, ne? Den nehmen wir mit. Lebensblüte. Das ist nochmal eine andere Blüte, oder? Ja, das sind die. Okay. Die schaffen wir auch noch alleine. Oha. Ja, man kann ja auch noch ausweichen. Das habe ich ganz vergessen hier. So, haben wir noch was irgendwo? Also hier nicht mehr. Da oben. Oha. Okay, da ist der Big Boss Wolf. Das ist der Big Boss Wolf, glaube ich. Okay. Okay. Okay, Big Boss Wolf. Okay. Okay. Ich hab gesagt, okay. Oha! Okay, da machen wir uns erstmal voll. Und dann versuchen wir den mit Fall und Bogen. Oh ja, okay. Wir haben ja nicht mehr so viel Fall und Bogen, ne? Sein Arsch. Keine Pfeile mehr. Schnell ausweichen. Oha. Ja, okay. Okay, wenn der miaut, geht der in so eine Art Blutmodus. Bam, Junge! Boah! Nice, ey, das Spiel, ne? Oh, ich find's so geil.
Ja. Was ist hier los? Sind die Reißer bereits tot? Ja, ich habe sie getötet. Du hast sie alleine getötet? Das hätte ich nicht gedacht. Du bist stärker, als du aussiehst. Mit dir möchte ich mich nicht anlegen. Was ist mit der Belohnung? Ja, unsere Aufgabe ist hier wohl erledigt. Ich gehe jetzt zur Taverne und hole unsere Belohnung. Triff mich dort und ich gebe dir deinen Teil der Belohnung. Wir sehen uns. Okay. Ich möchte mich hier noch umsehen, denn hier lagen noch Sachen. Da liegt auch noch was mehr. 15 Pfeile. Ey. Oh, ab. Neue Gegenstände. Ansturm, mächtiger Schlag. Kniesehne. Verursacht Schaden und reduziert die Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. Wolltest du nicht zur Taverne, du alter Sack? So, das haben wir auf jeden Fall schon mal. Also ich würde sagen, wenn man jetzt noch eine Map hätte, wäre es geil. Dann könnte man sehen, wo man schon überall war. Und ich glaube, das Gebiet hier habe ich komplett fertig. Unter der Taverne war ja noch was. Da haben wir ja auch noch so einen Altar oder so gesehen. Ah ja, hier sind die Spuren angefangen. Und ja. Hey Kumpel, dein Bier war wirklich lecker. Du hast nicht zufällig noch mehr? Du musst dein Leben in den Griff bekommen und Alkohol hilft dir da nicht. Ich dachte, du seist ein Freund, aber du bist nicht besser als die anderen Leute hier. Ja, was haben wir denn hier? Okay, da geht's auch noch lang. Will ich wissen, was da ist? Nochmal so ein dickes Vieh. Geil. Okay, hier geht's nicht lang. Dann gehen wir mal rein. Vielleicht können wir jetzt die Quest abgeben bei dem. Nee, immer noch nicht. Das ist natürlich. Leute, da ist ein Bug. Ah, das tut gut. Endlich wieder hier. Ich liebe den Wald, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder ein Bier und ein leckeres Essen habe. Ich bin hier wegen meiner Belohnung. Ja genau, deine Belohnung. Wir haben wirklich gut zusammengekämpft. Wenn es dir beim Orden nicht mehr gefällt, als Jäger hast du gute Chancen. Hier, dein Teil der Belohnung. Ich werde es mir merken, danke dir. Oh. Ach ja. Falls du Interesse hast, ich habe ein paar Kleinigkeiten zu verkaufen. Größtenteils Sachen, die du hier in der Wildnis gebrauchen kannst. Wenn du was brauchst, sag einfach Bescheid. Für ein paar Splitter tausche ich gerne. So, zeig mal deine Waren. Was hast du denn da? Spinnensekret und massenweise Pfeile. Das sind nicht mal so teuer, ne? Tatsächlich. Ja. Der Bogen ist auf jeden Fall besser als meiner, ne? Ja, der hat 24, der hat 34, okay, der ist auf jeden Fall besser. Aber ich würde mir jetzt keine Pfeile kaufen wollen. Kaufen und gut ist, okay. Alle. Ordensbeinschienen. Novizbeinschienen. Oh, das ist natürlich ein Unterschied, ne? Ja, die alten Schwerter mal verticken. Zack. Aber der hat minus 80 jetzt. Dann kann ich mir 80 Pfeile gönnen. Ne? 80 Pfeile. Ja, Bums. Okay. Inventar. Ich habe Ordensbeinschienen. Guck mal, Alter. Die sind ja heftig besser. Heftig, also anders heftig besser. Anziehen? Der habe ich jetzt auch an. Okay. Reden die jetzt mit mir? Ja, schön, dass man auch. Nee. Haha.
Irgendeine Zeche. Hast du die 200? Ich bin noch dabei. Okay, was haben wir hier? Spricht mit sich selbst. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist mein Ring? Ich hatte ihn noch die ganze Zeit am Finger. Wie kann ich ihn verloren haben? Ich habe doch alles bei der Wiese abgesucht. Hey, du hast deinen Ring verloren? Schaut hoch. Oh, schon wieder jemand vom Orden. Es werden ja immer mehr. Das ist kein gutes Zeichen. Ihr vom Orden, ihr seid hier nicht willkommen. Ganz ruhig, ich suche nur meinen Ordensbruder Alban. Er sollte hier sein. Natürlich habe ich ihn gesehen. Er hat sich hier eingenistet wie ein räudiger Reißer. Zum Glück ist er jetzt weg. Ich hoffe, er kommt so schnell auch nicht wieder. Weißt du zufällig, wo er hingegangen ist? Ich wollte mich eigentlich hier mit ihm treffen. Ordenssachen interessieren mich nicht. Ich habe meine eigenen Probleme. Ja, habe ich gehört. Du hast gesagt, du hast deinen Ring verloren. Vielleicht kann ich dir helfen, ihn zu finden. Ich brauche keine Hilfe von einem Ordensmitglied. Wir von der Familie lösen unsere Probleme selber und auf unsere Art. Dann, was ist das denn für ein Ring? Komm, sag doch mal. Nun ja, jedes Familienmitglied hat einen Ring. Dieser Ring symbolisiert die Zugehörigkeit zur Familie. Ich habe ihn wohl verloren, als ich draußen war. Ich habe alles abgesucht, aber ihn nicht gefunden. Er muss doch hier auf der Wiese, westlich sein. Hallo? Hallo? Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Ja? Honey-chan? Uwu. Oh Mann, ey. Ja, ich bin gerade schön mitten in der Aufnahme. Ich finde schön, dass du es so reinschneidest. Ich mache gerade noch meine Aufnahme von Finn zu Ende. Weil ich dachte, du kommst eh wieder mal nicht pünktlich. Doch, doch. Ich mache einfach weiter und melde mich gleich. Wir wollen gleich wieder. Ja, wollte ich gar nicht. Entweder spielen wir Stardew Valley oder so, ne? Schauen wir mal. Ja, machen wir. Ja. Ich kann mich draußen mal umschauen. Das brauchst du nicht. Ich finde ihn schon. Irgendwie muss ich nachdenken, wo ich ihn verloren haben könnte. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg beim Suchen deines Rings. Warte mal. Ich habe doch den Ring. Ich glaube, ich habe deinen Ring gefunden. Was? Wirklich? Zeig her. Ring geben. Das ist er. Aber wie? Wie konntest du ihn finden? Wo war er? Ich bin gerettet. Das Schaf Liesel mag anscheinend glänzende Gegenstände. Sie hat ihn geschluckt, aber zum Glück kam er wieder raus. Was? Das ist ja widerlich. Den Ring kann ich nicht tragen. Jetzt werde ich immer daran denken müssen. Ich muss ihn jetzt erstmal waschen. Ja, wie wäre es mit einem Finderlohn? Für einen Ordensmann scheinst du echt okay zu sein. Sie lächelt sogar. Mein Name ist übrigens Chiara. Ich habe nicht viel, aber eine Schuld muss beglichen werden. Hier ein paar Splitter. Du kannst dir gutes Bier bei Olaf kaufen. Das ist ganz okay und nicht so teuer. Danke dir. Ja, das lief doch gut. Das lief doch gut. Haben wir jetzt 143 Splitter. Vielleicht können wir Olaf noch was andrehen. Die alten Beinschienen für 2? Alter. Du bist aber auch echt ein Geizkragen. Ekelhaft. Kniesehne klingt nicht so cool. Die tue ich mal weg. Ja, die tue ich weg. Die Pflanzen bringen immer 3 und das Fleisch immer 2. Aber das Fleisch würde ich behalten, damit ich was zu essen habe. Ja, 7 Gold gemacht. Auch nicht schlecht. Christian. Ja, ja. Kennst du das Spiel Drova? Nein. Kennst du zufällig die Entwickler-WG auf TikTok? Nee. Das sind so Jungs auf TikTok, also Jungs, die sind so in unserem Alter. Und die entwickeln ein Spiel und lassen sich Feedback von den Leuten geben. Ja. Und die haben mich auch angefragt, ob ich das Spiel testen mag. Beziehungsweise ich war bei denen im Chat und haben wir uns so ein bisschen darüber unterhalten und dann haben sie gesagt, ich kann das auch gerne mal testen und ne. Ja. Deswegen bin ich gerade dabei und es ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Also ein sehr gutes Spiel. Kann ich nur weiterempfehlen. Ich bin, also es ist nur ein Teaser, der gerade draußen ist. Den kann man kostenlos testen. Und bis jetzt, also man kann echt viel machen. Es ist super interessant, super viel zu tun. Ist ein bisschen wie Diablo in pixelig, sag ich mal. Okay.
okay. Das wäre meine nächste Frage gewesen. In welche Richtung geht das Spiel überhaupt? Ja, so Hack and Slay würde ich fast sagen. Aber nicht, eigentlich ist es nicht Hack and Slay, weil es ist mehr so ein Rollenspiel, aber mit so einer Top-Ansicht. Also ich finde es ziemlich gut. Ich freue mich tatsächlich sehr auf eine Vollversion davon. Da bin ich echt gespannt. Ja. Und kann hier nur positives Feedback lassen. Das ist... also dafür, dass es wirklich so ein TikTok-Projekt ist, sage ich. Ich nenne es jetzt mal TikTok-Projekt, weil es auch immer, weil ich es über TikTok auch immer mitkriege, ist es doch echt gut geworden, wirklich gut. Okay. Sehr stimmig. Sehr interessant. So im Mittelalter. Ich kann ja gerne mal, wenn du magst, soll ich mal einen Bildschirm teilen? Ja, kannst du mitmachen. Oh, bitteschön. Kannst du das mal ein bisschen anschauen? Das Kampfsystem finde ich auch ziemlich gut gemacht. Also wirklich gut gemacht. Wenn du jetzt zum Beispiel Bogen nimmst, guck mal, wie man Bogen schießt. Warte, ich will eigentlich keinen Pfeil verschwenden, aber das kriegen wir trotzdem hin. So, du kannst zum Beispiel, was ich ziemlich geil finde, du kannst Fährten lesen. Und wenn du eine Spur findest, das kannst du hier so mit Rechtsklick machen, dann kannst du zum Beispiel auch Gegner verfolgen. Okay. So, so jetzt kommt man, wie man Bogen schießt, pass auf. Das ist die falsche Waffe. So. Ich habe keine Pfeile, doch ich habe Pfeile. Hier. So. Also es ist schon ziemlich gut gemacht. Du musst auch ein bisschen aimen, sonst hast du verkackt. Es gibt halt, der Gegner hat immer, du siehst so ein... Also ich lasse mich jetzt gerade mal mit Absicht nicht... ich kämpfe jetzt mit Absicht nicht. Du siehst immer diese Spitze, die da raushaut. Das ist so der Kampfbereich, den er trifft. Den habe ich auch. Ja. Das ist dieser Balken. Und du kannst aber zum Beispiel Kombos machen. Wenn ich jetzt haue und mein Mauszeiger wird dann so rot... Dann muss ich nochmal hauen, dann mache ich eine Combo. Muss also ein bisschen timen. Dann kannst du das auch aufladen. Und du hast hier unten diese blaue Leiste, die wird voll im Kampf. Und dann kannst du diese Fähigkeiten benutzen, die voller die sind. Dann kannst du so einen heftigen Smash machen. Und ich meine, ne? Ja, nicht einfach nur draufhauen, sondern das ist so ein bisschen mit... Ne, das hat auch was mit Verstand zu tun. Ja. Und du kannst zum Beispiel auch blocken. Das ist hier, so sieht's aus. Und wenn du genau blockst, wenn der Gegner zuhaut, dann ist der gestunt für einen kurzen Zeitraum. Also ist schon durchdacht und ich finde gerade dieses Element macht das Spiel super interessant. Ja. Weil es nicht so 0815 Hack and Slay drauf, hau drauf ist, du musst schon ein bisschen Verstand einsetzen. Und ich hatte vorhin so einen super großen Wolf als Gegner, Alter. Der hat mich aber fast mit einem Haps war ich weg, ne? Bonk für Bonk, so macht das Sinn. Eine extra Portion Mekko drin. Das war ganz schön knapp. Und wie lange geht oh, da, jetzt, oh, eine Spinne. Wie lange geht das Spiel da jetzt? Das weiß ich nicht. Also der Teaser, ich bin jetzt praktisch in seit anderthalb Stunden insgesamt. Die Spinnen sollen wohl super gefährlich sein. Ich würde es jetzt einfach mal ausprobieren. Warte, man kann speichern. Gehen wir mal. Jetzt können wir es riskieren. Okay, warum haust du jetzt ab? Ich dachte, ihr seid super gefährlich. Oh ja, Gift auch noch, okay. Oh ja, okay. Spider-Man. Oh, ja, okay. Verstanden. Oh. Oh, oh. Andersrum. So. Aua. Mehr jetzt. Also so stark sind die Spinnen jetzt nicht. Wie die Leute da gesagt haben, soll ich in Acht nehmen und so. Also auch cool finde ich die Mechanik, wenn du jetzt isst zum Beispiel, füllt sich hier unten eine Leiste. Die Sachen, Essen und so, alles auf der Welt ist irgendwie mit Äther vergiftet. Ja. Und je mehr du isst, desto mehr Äther hast du in dir. Und sobald du halt hier in den Bereich kommst, verlierst du Leben. Das heißt also, du musst jetzt essen und musst das ein bisschen cooldown lassen. Du kannst also nicht, du kannst natürlich jetzt einfach weiter essen und dich heilen, aber du musst ein bisschen auf deine Ausdauer achten.
Ja, eine Ausweichrolle gibt es auch noch. Das ist die grüne Leiste hier unten drunter. Dann kannst du mit Leertaste ausweichen. Ah, siehst du, und der kann nämlich schon ein bisschen was mehr. Denn der hat mich jetzt auch schon ordentlich rangenommen. Jetzt hätte ich mal ein bisschen Fleisch, das bringt weniger von dem Balken und das macht mehr Heilung. Also so ein richtiges RPG halt, ne? Auch, ne? Ja, ich finde auch. Also es ist wirklich ein RPG. Ich mag auch diesen Stil von der Grafik. Also es ist ein cooler Stil. Also man sollte. Ja, so in die Richtung, ne? Wobei Monkey Island ein Sidescroller war, glaube ich. Ich weiß, was du meinst. Ja, also ist schon ganz cool, ne? Einen kleinen Bug, glaube ich, habe ich schon gefunden, denn ich konnte eine Aufgabe nicht abgeben, obwohl ich sie fertig habe. Und okay. Es wird wohl später noch Fähigkeiten geben. Ich glaube, das geht jetzt noch nicht. Ich kann hier nichts machen. Und es wird später Zauber geben. Also es ist tatsächlich sehr interessant. Eine Map würde ich mir noch wünschen, damit man auch ein bisschen weiß, wo man hin kann, wo man ist und so. Das wäre vielleicht noch ganz cool. Ja, gut, es ist noch nicht ganz fertig, das Spiel, ne? Ja. Ja, wie gesagt, ist nur ein Teaser und ich glaube, die Vollversion wird dann noch kommen. Da ist der Ordensbruder, den ich die ganze Zeit suche. Murmelt und redet mit sich selbst. Das muss eine Mutation von einem Äther sein. Das ist ja interessant. Es müssen mehr Äthersplitter in dem Grabmal sein. Ich muss irgendwie diese Splitter bekommen. Hey, du bist ja auch vom Orden. Was machst du hier? Warte mal, greift die mich jetzt an, wenn ich rede mit jemandem? Ja, tatsächlich. Das ja. Oh. Okay, das ist ein bisschen dumm, aber egal. Hier kannst du zum Beispiel auch Essen machen, ne? Strahlt eine wohlige Wärme aus, da kann ich das Fleisch braten. Das finde ich wiederum doof. Wenn du 5 Fleisch hast, kannst du 5 braten. Wenn du 10 hast, kannst du 10 braten. Wenn ich jetzt 3 habe, muss ich hier 3-mal draufklicken. Anstatt, dass da einfach steht, alles braten, weißt du? Ja. Hätte man besser machen können. Hey, du bist ja auch vom Orden. Was machst du hier? Oh, er schaut doch schon hoch. Jemand vom Orden. Hier, bist du hier, um mich zu holen? Dich zu holen? Was meinst du? Ah, du hast keine Ahnung. Das ist gut. Mein Name ist Ansbert und ich nehme mir gerade ein bisschen Zeit und gehe meine Forschung zum Thema Äther nach. Äther? Was ist das? Mein Lieblingsthema, Äther. Äther ist quasi unser Lebenselixier. Es ist überall vorhanden, wie zum Beispiel in Pflanzen, Erzen, sogar in uns. Aussehen und sogar unsere Persönlichkeit wird durch Äther definiert, ob du es glaubst oder nicht. Wir konsumieren es täglich, beispielsweise durch Nahrung oder wenn wir uns starken Ätherquellen aussetzen. Durch Äther werden wir mächtiger, aber wenn wir zu viel konsumieren, kann es uns auch schaden. Wenn wir viel Äther über kurze Zeit konsumieren, kann das sogar unseren Körper zerstören. Da liegt auch mein Problem. Kratzt sich am Bart. Hat das Problem etwas mit dem Grabmal zu tun, das du eben erwähnt hast? Grabmal, ja genau. Westlich von hier ist eine alte Ruine. Ich habe herausgefunden, dass sich unterhalb der Ruine ein altes Grabmal von der vergangenen Zivilisation befindet. Doch als ich nah genug dran war, habe ich gespürt, dass der Ort mit Äther erfüllt ist. Es ist unmöglich, dort lange zu bleiben, da ein Körper so viel Äther nicht in kurzer Zeit verarbeiten kann. Was suchst du in den Ruinen? Ich bin auf der Suche nach Äthersplittern. Ich habe ein paar außerhalb von dem Grabmal gefunden, aber das reicht nicht aus. Ich brauche davon viel mehr für meine Forschung. Schau dich an. Aber ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie man dort eventuell länger überleben kann. Was für eine Möglichkeit hast du gefunden, um im Grabmal länger überleben zu können? Ich kann einen Trank herstellen, der kurzfristig deinen Äther im Körper isolieren kann. Dadurch kann man länger Äther ausgesetzt sein, weil man seinen Ätherhaushalt kontrolliert senken kann. Lass mich raten, für den Trank benötigst du wertvolle und teure Materialien. Wertvoll? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich benötige ich ein paar schnell zu besorgende Materialien. Das Problem ist, dass ich kein Kämpfer bin. Aber du siehst so aus. Ich benötige ungefähr 5 Nachtlicht und 3 Spinnensekret. Ach, und 4 Rotkelch. Dann schmeckt der Trank nicht so bitter. Du willst, dass ich dir das Zeug besorge? Ich weiß gar nicht, woher man das bekommt.
Nachtlichter erkennt man nur in der Nacht. Sie leuchten im Dunkeln und Glühwürmchen ernähren sich von ihren Sporen. Folge einfach den Glühwürmchen. Ich glaube, letzte Nacht habe ich nördlich vom Fluss welche gesehen. Schau am besten dort als erstes nach. Spinnensekret zu extrahieren ist nicht so einfach. Da braucht es ein bisschen Fingerspitzengefühl und du musst das den richtigen Zeitpunkt wissen. Kannst du mir zeigen, wie ich das Sekret von Spinnen extrahieren kann? Kostet 5 Punkte. Ich bin noch nicht so weit. Du musst wiederkommen. Ich habe noch nicht genug Lernpunkte. Lernpunkte kriegst du übrigens immer nur, wenn du schlafen gehst. Ich komme dann wieder, wenn ich genug Lernpunkte habe. Was springt für mich raus, wenn ich dir die ganzen Sachen besorge? Du trägst aktiv zu wichtiger Forschung bei. Na gut, ich kann dir ein paar Splitter dafür geben. Ach, wenn du sonst irgendwas brauchst, kann ich dir auch jederzeit was verkaufen. Ich habe im Laufe meiner Reise viele Sachen gesammelt. Ich besorge dir die Sachen. Okay. Ich kann hier jetzt leider nicht schlafen gehen, ne? Das wäre natürlich praktisch. Ja, das ist, sag ich mal, der zweite Teil von Drova. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es wird bestimmt noch ein bisschen was kommen. Wir machen jetzt hier einen Cut, damit wir beide ein bisschen aufnehmen können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Teil von Drova. Und ich freue mich auf euch. Haut rein!